Frau R. aus Augustusburg fragt, ich habe eine Tierhalterhaftpflichtversicherung abgeschlossen. Jetzt zahle ich mehr Beiträge für den Hund als für meine private Haftpflichtversicherung. Kann das richtig sein? Jetzt könnt ihr das ganz, ganz einfach darauf antworten. Ein Hund kann ja beißen, ne? Und das ist ein erhöhtes Risikopotenzial. Und normalerweise weiß der Hund, ist das nicht so verstandgesteuert wie ein Mensch, sodass man einfach davon ausgeht, eine Hundehalterhaftpflicht kostet sogar in der Regel mehr als eine Single- oder eine Familienhaftpflicht. Also da werden wir auch nichts dran ändern. Natürlich ist immer die Frage des Anbieters. Auch hier bloß die Empfehlung, schauen Sie einfach mal ins Internet rein. Da gibt es solche Vergleichsrechner. Da kann man mal schauen, ob ich mit meiner Preis, weil der stand auch in dem Anschreiben nicht drin, ob der okay ist oder ob er doch überzogen sind. Denn die Differenzen bei den einzelnen Anbietern können ganz schnell 100-150% betragen. Aber ein Hinweis an dieser Stelle, glaube ich, den wir geben müssen. Die Hunde... Halterhaftpflicht, die Tierhalterhaftpflicht für den Hund ist niemals in der Privathaftpflicht mit eingeschlossen. Es gibt Verträge, wo ich beides in einer Police drin habe, aber es ist immer getrennt. Ich habe einmal das Risiko für den Hund und ich habe einmal das Risiko im Privatbereich und das eine reine Privathaftpflicht deckt das Tierhalterrisiko nicht ab. Das heißt, ich muss sie immer separat versichern. Und vielleicht noch ergänzend, gerne. Die Hundehalterhaftung ist eine verschuldensunabhängige Haftung. Das heißt also, auch wenn man kein Verschulden daran hat, dass der Hund gebissen hat, also wenn man das, wenn man nichts, wenn man alles getan hat, um das zu verhindern, und er beißt trotzdem, dann haftet man genauso dafür. Das ist ähnlich wie die verschuldensunabhängige Haftung beim Auto. Also Gefährdungshaftung ist da das Stichwort. Also man sollte schon in dem Bereich versichert sein. Es kann auch sehr teuer werden. Ich will vielleicht mal ein Beispiel sagen. Ich habe selber so einen kleinen, so ein Westi. Und da ist mir auch mal was ein ganz nettes Missgeschick passiert, weil ich wollte eigentlich mit dem Hund nur spazieren, war ein bisschen unachtsam, Rollleine, und bemerkte nicht, dass der Hund quer über die Straße gelaufen war, die Leine über die Straße gespannt hat und natürlich dann heftig die Autofahrer bremsen mussten. Und das geht dann ganz schnell, dass dann wirklich Schäden entstehen, da sollte man sehr vorsichtig sein. Also nicht nur große Hunde, die großen Biss machen können, sondern auch kleine Hunde können ganz schnell ganz große Schäden produzieren. Ja, es kann sich eine Bisswunde infizieren und schon wird es schwierig.